Der Kobo Heater Pro V2 ist ein flexibles und auf eure Bedürfnisse hin individualisierbares Induktionsheizgerät zum Erhitzen von Stiftvaporisern, wie zum Beispiel den sehr beliebten Dynavaps, aber auch für andere Geräte aus dieser Kategorie. Hier möchte ich schon mal einmal spoilern, dass ich dieses Gerät hier für einen Gamechanger im Bereich der Induktionsheizungen halte und damit auch für einen Gamechanger für die Nutzung dieser handlichen mechanischen Geräte, gerade für Ein- und Umsteigende. Und wenn du jetzt zu den Leuten gehörst, die vor Dynavap und Co. zurückschrecken, dann möchte ich dich besonders bitten, dran zu bleiben. Denn der Kobo Heater V2 nimmt diesen Gerätetypen jeglichen Schrecken, vereinfacht die Anwendung enorm und sorgt auf Wunsch für kontinuierlich gleiche Ergebnisse in Dampfqualität, Geschmack und Effekt. Und wenn du schon einen Dynavap dein eigen nennst, dann solltest du jetzt erst recht dranbleiben. Du wirst staunen, was diese kleine Blackbox hier alles drauf hat, um das Beste aus deinen Vapes und somit auch aus deinem Kraut rauszuholen. Nun, zunächst schauen wir in diesem Video auf den Lieferumfang des Gerätes hier. Dann reden wir über die Abmessungen, das Gewicht und über die verwendeten Materialien. Als nächstes möchte ich noch kurz mit euch über Akkus reden, die ihr hier in diesem Gerät verwenden könnt, und über die Schutzelektronik, die hier verbaut wurde. Dann sehen wir uns die Bedienung und Anwendung des Kobos an und reden über das Display und welche Informationen wir ihm hier entnehmen können. Anschließend tauchen wir dann ein wenig tiefer in die Funktionsweise ein, um zu verstehen, wie wir mittels dieser keramischen Schraubeinsätze hier den Kobo Heater ganz individuell auf unsere jeweiligen Bedürfnisse anpassen können. Anschließend möchte ich euch in meinem persönlichen Fazit an meine Erfahrungen teilhaben lassen, die ich mit dem Gerät hier machen konnte, und darüber reden, für welchen Typ Dampfmenschen ich dieses Gerät als geeignet ansehe und wem ich diesen Heater empfehlen möchte. Also, da lohnt sich das Dranbleiben doch heute wieder einmal besonders. Heute wird es krass induktiv. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, liebe Freundinnen und Freunde der krautigen Clouds. Mein Name ist Christoph von Vapers Kraut Cloud. Ihr Lieben, immer wieder kam im letzten Jahr die Bitte, dass ich doch mal einen Induktionsheizer für Dynavap und Co. hier vorstellen möge. Ich selbst nutze seit dem Erscheinen vor 4-5 Jahren diesen Apollo 2 hier. Dieses Gerät verfügt über Akkus und bedarf so eines Netzsteckers. Dieses Teil hier arbeitet seit der Anschaffung solide wie ein Traktor und hat mich absolut wirklich nie im Stich gelassen. Und ihr könnt mir glauben, dass der hier in der Zeit bei mir schon ganz schön Rennen mitgemacht. Warum ich euch dieses Teil aber nie vorgestellt habe, hat ganz einfach damit zu tun, dass der schon lange nicht mehr hergestellt wird und nicht mehr verfügbar ist. Nun war es seinerzeit
immer ein Wunsch von mir, diesen Apollo 2 hier mobil zu machen. Und hierzu hatte ich dann mehrere Versuche mit externen Batterien, Powerbanken, Jumpstarter für Autos und so weiter gemacht. Dazu gibt es hier noch ein uralt Video auf dem Kanal. Was ich diesen Versuchen allerdings entnehmen konnte, war Folgendes. Nämlich, dass so ein Induktionsheizer ordentlich Strom zieht und damit Akkus auch heftig belastet. Damit geht wieder einher, dass die Lebenszeit von Akkus bei Induktionsheizungen im Gegensatz zu manch anderen Geräten sehr begrenzt ist. Aus dem Grund wollte ich euch hier keinen Heizer mit fest verbauten Zellen vorstellen. Ehrlich gesagt, da halte ich nicht viel davon. Bei heftigem Gebrauch hält das nicht aus. Halte ich nichts davon. Und nun kommt mit dem Kubo Heater Pro V2 ein Gerät an den Start, als sei es mir aus dem Traum entsprungen. Dieses Gerät kann wirklich alles, was ich mir von einem neuen Induktionsheizer gewünscht habe, nachdem ich nun Jahre den Dynatec Apollo hier genutzt habe. Aber lasst uns da doch mal von vorne anfangen. Ursprünglich steht hinter dem Kubo ein Entwickler aus Asien namens Mike. Dieser Herr ist schon öfter durch seine sehr pfiffige Kreativität aufgefallen. Er ist zum Beispiel auch der Entwickler und somit der Vater des Angus hier. Nun werden vielleicht viele denken, dass der Kubo Heater V2 Pro einfach ein umgebrandeter Ill Heater 2.0 ist. Wie ich es hier jetzt auch schon in den Kommentaren gelesen habe. Dem ist aber nicht so. In der Kerntechnik ist es schon ein Ill 2.0. Und das ist auch wirklich gut so. Aber als Kubo Heater Pro kommt er als von verdammt nochmal gepimpte Variante und hat spezielle Features zu bieten, die einen großen Unterschied zum Ill-Heater V2 machen. Über diese Unterschiede werden wir dann gleich im Video auch noch reden. Aber so mal kurz zwischendurch. Wenn euch gefällt, was ich hier mache, könnt ihr diesen Kanal unterstützen, indem ihr bei eurem nächsten Einkauf über den Link in meiner Videobeschreibung und dann über den dicken grünen Button auf meiner Homepage bestellt. Wenn ihr da vor eurem Einkauf draufklickt, aktiviert ihr meinen Affiliate-Link bei verdammt normal und ich bekomme etwas von eurem Einkauf ab, ohne dass es euch auch nur einen einzigen Cent mehr kostet. Herzlichen Dank hier für euren Support. Und apropos verdammt normal, auch dieser Kubo Heater hier wurde mir zu Review-Zwecken von den Lieben der Firma zur Verfügung gestellt. Und warum werbe ich hier überhaupt für diesen Shop? Seit ich meinen ersten Vaporizer vor über 13 Jahren dort bestellt habe, bin ich selbst Stammkunde dort und wurde wirklich kein einziges Mal enttäuscht. Die Expertise der Mitarbeitenden ist großartig. Die Warenpalette dort ist meines Erachtens nach die bestausgewählte und breiteste in ganz Europa. Und der Versand ist dort immer im Turbo-Modus unterwegs. Die Leute, die dort arbeiten, sie leben wahrhaft Vaporizer und dealen nicht nur damit. Darum werbe ich aus voller Überzeugung für verdammt nochmal. Nun aber zurück zum Kubo Heater Pro V2. Das Gerät kommt in dieser Schachtel aus Recyclingkarton. In diesem Karton finden wir den Kubo V2 Pro selbst, ein USB-C-Ladekabel, ein Austauschschraubeinsatz aus Keramik,
der die Einsatzrange nochmal mächtig erweitert und ein Tool zum Verstellen dieses Einsatzes. Weiterhin kommt noch eine Bedienungsanleitung mit. Der Kubo Heater Pro V2 hat eine Länge von 114 mm und eine Breite von 63 mm. In der Dicke sind es dann 34 mm. Ohne Akkus kommt er auf ein Gewicht von 277 Gramm und mit eingelegten Zellen ist er bei 370 Gramm. Also in Relation zur Größe kommt er schon gut solide daher. Das Gehäuse ist an den Seiten aus einem Kunststoff gefertigt, der wirklich außergewöhnlich wertig aussieht und schon fast eine seidige Textur beim Anfassen hat. Davon kannst du Fetisch kriegen. An der Oberseite des Gerätes hier und an den drei Bedienknöpfen kommt gebürstetes, eloxiertes Aluminium zum Einsatz. Unter den Bedienknöpfen finden wir dann ein OLED-Display, welches uns mit verschiedenen Informationen versorgt. Dann sehen wir hier in der Mitte das Logo des Kubo Heaters. Unter diesem ist ein starker Magnet angebracht, so dass wir unseren Vape zum Aufkühlen ganz einfach darauf stellen können. Unter dem Logo hier sehen wir dann das schwarze Loch, in dem sich die Induktionsspirale befindet. Diese sorgt in Verbindung mit der Tiefenstellfunktion für die Magie, die den Kubo Heater als Induktionsheizer so einzigartig macht. Rund um dieses schwarze Loch sehen wir dann quasi am Ereignishorizont einen Glaseinsatz, der hier beim Kubo Heater im Gegensatz zum Ill-Heater austauschbar ist. Dieser ist als Ersatzteil für ganz kleines Geld erhältlich und kann bei Bruch ganz einfach ausgetauscht werden, was ich nun wirklich nur begrüßen kann. Nun sehe ich hier aber noch einen großen weiteren Punkt. Dieses austauschbare Glas hält den Kubo Heater im Gegensatz zum Ill-Heater V2 für die Zukunft flexibel und hält weitere Optionen offen. Durch das Variieren mit der Wandstärke hier können so zukünftig spezielle Einsätze für spezielle Geräte entstehen. Nun, bevor wir nun den Kubo Heater in Betrieb nehmen, müssen wir zunächst einmal Akkus einlegen. Und hier sei direkt gesagt, dass der Heater ohne Akkus kommt und diese besonders bestellt werden müssen. Welche Zellen sollten wir denn nun hier in diesem Gerät verwenden? Der Kubo verlangt nach 2 Lithium-Ionen-Zellen der Baugröße 18650. Wenn euch die Bezeichnung Lithium-Ionen 18650 jetzt gar nichts sagt, lege ich euch mein Video zur Akkusicherheit bei den Vaporizern wärmstens ans Herz. Den Link zu diesem Video, den poste ich euch auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Nun müsst ihr erst einmal wissen, dass in einem Induktionsheizer heftige Ströme fließen. Der Kubo Heater V2 kann im Boost-Mode 70 Watt leisten. So ist es wichtig zu verstehen, dass das Limit der Leistung des Kubo Heaters nicht durch die interne Elektronik begrenzt ist, sondern durch die Leistungsfähigkeit der Akkuzellen, die zurzeit am Markt verfügbar sind. So bedarf dieses Gerät, um richtig performen zu können, sehr leistungsfähige Akkus, sogenannte Hydrant-Zellen. In der Videobeschreibung unter dem Video platziere ich euch eine Liste mit Akkus, die geeignet sind, um die maximale Performance hier rauszuholen. Hier in meinem Fall
verwende ich ein Pärchen Molicel INR 18650 P28A. Das ist für unseren Anlass zur Verwendung im Kobo-Heater und auch zur Verwendung in anderen Vaporizern mit austauschbaren Zellen die absolut beste Wahl, die ich euch nur wärmstens ans Herz legen möchte. Die technischen Spezifikationen dieser Zellen sind für unsere Bedürfnisse hervorragend und zurzeit befindet sich sicherheitstechnisch kein höher zertifizierterer Akku am Markt. Um eine optimale Performance aus dem Kobo-Heater zu erzielen, solltet ihr auch ein neues Paar Akkus verwenden, was dann quasi miteinander verheiratet ist und immer gemeinsam als Paar in diesem Gerät arbeitet. Nun können wir hier die Batterien unter Berücksichtigung der Polung einlegen. Im Inneren des Akkufaches ist dann die Einlegerichtung markiert. Hier im Inneren des Akkudeckels sehen wir dann auch noch ein paar Warnhinweise, die ich auch wirklich sehr begrüße, da sie uns immer wieder zwischendurch und wenn auch dezent und unbewusst daran erinnern, dass so eine ungeschützte Lithium-Ionen-Zelle kein Spielzeug ist. Der Deckel dann findet mittels Magnete direkt seine Position. Und hier möchte ich auch mal positiv hervorheben, dass der das auch in beide Richtungen macht. Das ist auch nicht selbstverständlich. Wenn die Akkus nun eingelegt sind, können wir das Gerät durch einen Dreifachklick auf dem mittleren Taster zum Leben erwecken. Nach dem Einschalten befindet sich der Kobo-Heater im variablen Wattmodus. Durch Betätigung der äußeren Plus- und Minus-Taster kann die Leistung dann in 5 Watt-Schritten zwischen 30 und 60 Watt frei gewählt werden. Durch das gleichzeitige Drücken des Plus- und Minus-Tasters versetzt ihr den Kobo-Heater dann in den Boost-Modus. In diesem Boost-Modus gibt der Kobo-Heater pro V2 die maximale Leistung aus, welche die Akkus im aktuellen Zustand hinsichtlich auf Ladung und auch dem Allgemeinzustand zulassen. Das kann zu einem Spitzenwert bei guten, frisch geladenen Zellen von 70 Watt in diesem Boost-Modus führen. Darüber, welche Wattzahl für euren Einsatzzweck am besten geeignet ist, sprechen wir später genauer. Lasst uns hier aber erst einmal bei der Bedienung bleiben und durch einen Doppelklick auf den Mitteltaster könnt ihr so den Timer zwischen 10 und 60 Sekunden einstellen. Nach Ablauf des Timers schaltet der Kobo die Induktionsspirale ab und gibt euch die Meldung Timeout auf das Display. Diese Meldung müsst ihr dann auch durch einen einfachen Klick auf den mittleren Taster quittieren, um das Gerät wieder für den nächsten Vorgang, Heizvorgang, freizuschalten. Um die Heizspirale und auch den Timer des Kobo-Heaters in Gang zu setzen, brauchen wir nun lediglich unseren Vape hier reinzustellen. Zu Demonstrationszwecken nehme ich hier mal meinen heißgeliebten Omni. Seht ihr? Einstellen, der Timer läuft los und dann braucht ihr bloß noch warten, bis es klickt und zu genießen. Da war's schon, so einfach ist das. Ich möchte jetzt noch einmal kurz auf den variablen Watt-Modus hier eingehen. Und was hier die Vor- und Nachteile des Heizens mit geringerer oder höherer Leistungseinstellungen sind. Zunächst einmal ist es gut zu wissen, dass Akkus bei den hohen Wattzahlen wesentlich mehr gestresst werden als bei einer geringeren Watteinstellung, was wirklich spürbar auf die Lebenszeit der Zellen geht. Die für einen Induktionsheizer sehr hohen Leistungen von 55 Watt und mehr sind auch nur bei randvollen Akkus möglich.
Ihr könnt den dargestellten Istwert in der Anzeige auf dem Display entnehmen, wie schnell der Kubo bei hohen Wattzahlen aufgrund der Limitierung der Akkus hier hinten drin runterregeln muss. Die extrem hohen Wattzahlen verschaffen im Positiven gesehen einen Zeitvorteil. Du wirst staunen, wenn du den auf Vollpower hast, wie extrem schnell der hier deinen Dynavap auf Temperatur bringt. Wenige Sekunden. Aber, sagte der Aber, dadurch, dass ich bei hohen Einstellungen die tatsächliche Leistung, welche an der Coil ankommt, ständig nach unten verschiebt, leidet darunter die Kontinuität der Dampfleistung. Sprich, während des Verlaufes einer Akkuladung bricht die Leistung hier immer weiter ein. Bei niedrigeren Leistungsvorwahlen dauert der Heizvorgang etwas länger, dafür bleibt die Heizleistung über den Entladezeitraum der Zellen sehr viel stabiler. Nun, welche Einstellung empfinde ich denn hier als gesunden Mittelweg? Da die meisten von euch wahrscheinlich einen Dynavap in diesem Gerät hier betreiben werden, nehmen wir den jetzt mal als Beispiel her. Bei einer Einstellung von 35, komm, wenn du Gas geben willst, 40 Watt, ist ein Dynavap wirklich schnell heiß. Habt ihr kurz vorher gesehen, wie schnell das geht? Die Leistung des Kubo Heaters Pro V2, die bleibt dann aber über die ganze Akkuladung stabil und die Zellen werden es euch mit einem wesentlich längeren Leben danken. Gerade Menschen, die neu in die Welt der Dynavaps einsteigen, würde ich diese Einstellung ans Herz legen. Falls euch der Power dann nicht mehr reicht, könnt ihr euch ja Step für Step nach oben arbeiten und gucken, wo ihr hinwollt, dass es euch passt. Neben der Einstellung der Leistung bietet der Kubo Heater uns aber noch eine weitere Einstellmöglichkeit, die ich persönlich für noch viel relevanter halte. Durch diese beiden keramischen Schraubeinsätze können wir bestimmen, an welcher Stelle unseres Vapes der Kubo Heater die Hitze einbringen soll. Das ist im Bereich der Induktionsheizer revolutionär. Und ich sehe das wirklich als Gamechanger für Ein- und Umsteiger an. Ich möchte diesen Begriff Gamechanger ja absolut nicht inflationär gebrauchen, aber später im Fazit lasse ich euch wissen, warum ich das so sehe. Schauen wir jetzt hier zunächst einmal darauf, wie das Ganze funktioniert. Auch hier wieder am Beispiel eines Dynavap. Dazu müssen wir uns dennoch einmal kurz die Funktionsweise eines Dynavap vor Augen führen. Hier oben, Moment, ich nehme mal den Kuli dazu. Hier oben an der Kappe sitzt das Bimetall, welches bei einer bestimmten Temperatur den Dynavap-typischen Klick auslöst. Je näher wir beim Erhitzen die Flamme an dieses Ende der Kappe bringen, desto schneller klickt die Kappe. Desto geringer die Temperatur im Inneren des Dynavaps, was dann eher einen leichten, terpenreichen Dampf zur Folge hat. Je weiter wir den Dyna am Ende der Kappe hin erhitzen, desto mehr Hitze kann sich in den Vape ansammeln, bevor die Kappe klickt. Demzufolge wird dann der Dampf in diese Richtung potenter und dichter. Und genau diese Eigenart dieser Vape-Gattung hat sich der Entwickler des Kubos hier zugute gemacht. Durch Verstellen der Schraube im Inneren der Heizspirale können wir die Höhe beeinflussen, in der die Spitze unseres Dynavaps hier eingebracht wird. Je weiter wir die Schraube ins Gerät eindrehen, desto höher steht euer Vape in der Kammer. Desto geringer ist die Verdampfungstemperatur im Inneren des Vapes. Desto leichter ist der Dampf.
Je weiter die Schraube hier unten ausgedreht wird, nach unten, desto tiefer kann der Vape ins Induktionsfeld rein und das Induktionsfeld kann tiefer angreifen und denen zur Folge bekommt ihr dichteren und potenteren Dampf. Und dieses mit der Einstellung funktioniert unglaublich gut. Mittels halben Viertel Umdrehungen hier hinten an der Schraube kannst du dann das Dampfprofil deines Dynos noch bis in die Spitzen feintunen. Und diesen zweiten Einsatz hier, den gibt es nur beim Kubo Heater V2 Pro. Von Verdampft Normal exklusiv dazu. Den gibt es nicht beim und auch nicht für den L-Heater. Und genau dieser kleine Einsatz hier erweitert die Range nochmal ordentlich in die Tiefe. Was nochmal ganz andere Leistungsstärken ermöglicht. Damit kann man zum Beispiel mit einer tieferen Einstellung den M hier aus Edelstahl, wenn man den dort erhitzt, beschleunigen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Irre, absolut irre. Meines Erachtens war es vor diesem Gerät hier nicht möglich, deiner Vapes mit einer solchen Kontinuität im Dampfprofil zu betreiben. Um das nur annähernd mit der Flamme so zu beherrschen, brauchst du sehr, sehr viel Übung, Training und Erfahrung. Und damit eliminiert der Kubo Heater Pro V2 ein sehr großes Problem für Neueinsteiger bei Dynavapes und anderen Geräten dieser Bauart, nicht nur bei Dynavapes. So kann ich jetzt allen Neulingen sagen, nimm die lange Schraube hier rein, drehe sie weit rein, stelle das Teil auf 35 Watt, stell den Vape hier rein, warte bis klickt, teste nochmal einen zweiten Heizzyklus, teste. Wenn dir der Dampf dann zu dünn ist, dann dreh einfach die Schraube ein paar Umdrehungen weiter raus, teste und das so lange wiederholen, bis der Dampf dir in Geschmack, Dichte und Konsistenz passt. Wenn ihr da einmal euren Sweet Spot gefunden habt, liefert euer Gerät auch ein ums andere Mal gleich ab. Ihr Lieben, nun zu meinen Erfahrungen mit dem Gerät und zu meinem persönlichen Fazit. Ihr habt schon gemerkt, ich bin zunächst einmal restlos begeistert. Für mich ist der Kubo Heater Pro V2 durch seine Flexibilität und die Einstellmöglichkeiten der mit Abstand beste Induktionsheizer, der zurzeit am Markt da ist. Mit seiner Option zur Tiefen- und Leistungseinstellung ist er das einzige Gerät überhaupt, das es ermöglicht, den Dampf eines Dynavap in allen Facetten reproduzierbar zu machen. Damit werden mit diesem Heizer zum ersten Mal Dynavaps regelbar. Und ich bin mir da sicher, dass dies nicht nur Neulinge begeistern wird. Und nun werden sich bestimmt einige von euch fragen, dieser hier oder den Aspire Wand. Von der Leistung tut sich bei den beiden Geräten hier nicht wirklich was, da wir ja eben gesehen und verstanden haben, dass die Leistung durch die Akkus bei diesen Geräten begrenzt ist. Nun kannst du Hand halt beim Wand, ich habe gerade keinen hier, aber auch selbst bestimmen, wie tief du deiner in die Spule reinhältst und somit auch die Hitze in der Kammer beeinflussen. Das ist dann aber nicht wirklich jedes Mal reproduzierbar, weil du den Vape immer etwas anders in das Gerät halten wirst. Und B ist damit einem Anfänger ja auch nicht wirklich geholfen,
weil auch hier das gleiche Verständnis zur Hitzeverteilung innerhalb des Tipps nötig ist, wie beim Anwenden einer Flamme. So bietet der Kubo Heater hier Features, die der Wand schlicht und einfach nicht hat, gerade für Einsteiger. Nun wird auch mit Sicherheit die Frage kommen, wie weit man denn mit einer Akkuladung kommt. Das ist immer ganz kompliziert bei solchen Geräten. Wisst ihr, welches Gerät verwendet ihr? Wie tief ist es drin? Welche Temperatur hat euer Vape? Und. Das sind viele Faktoren. Vom Hersteller wird hier angegeben 30 Klicks. Diese Angabe scheint mir wirklich gut gewählt zu sein, um eine grobe Vorstellung zu bekommen. Die Akkus können intern über den integrierten USB-C-Port mit 2 Ampere geladen werden. Wenn ihr dann hier auch noch so einen 2 Ampere Charger benutzt, ist der Kubo blitzschnell zwischendurch mal nachgeladen. Natürlich habt ihr auch hier die Option, einen zweiten Satz Akkus mit einem externen Ladegerät zu betreiben. Dann kann der Kubo auch den ganzen Tag durchheizen, bis euch die Mütze wegbrennt. Und da möchte ich denn auch direkt mal einer Frage vorweggreifen, die bestimmt mehrfach in den Kommentaren kommen wird. Kann man dieses Gerät pass-through chargen? Sprich, kann ich ihn während des Ladens über das Netzteil betreiben? Die Antwort ist hier eindeutig nein. Der Kubo V2, der würde aus eurem Netzteil hier so viel Saft rausziehen, dass davon nur ein Klumpen geschmolzener Plastik überbleiben würde. Schaut mal, habe ich mal kurz für euch rausgesucht. Dieser Kabenzmann hier, voll Netzteil, ist vonnöten, um den Apollo 2 hier mit ausreichend Energie zu versorgen. Und das hier ist ein 2 Ampere Charger. Das verbildlicht es vielleicht mal ganz gut. Ihr Lieben, dieses Gerät hier vereinfacht die Nutzung eines DynaWeb wirklich sehr. Aber der Kubo kann ja nicht nur DynaWeb. Der schluckt auch Danis, Envel und Co. und vereinfacht auch hier die Anwendung. Hier müsst ihr euch denn aber auch schon im Klaren sein, dass beim Aufheizen dieser Geräte ein Haufen Energie in die Vapes verschwindet und dementsprechend diese Energie auch aus dem Akku entschwindet und so die Laufzeit der Akkus geringer wird. Bei einem Gerät hier aber verändert der Kubo gleich alles. Wirklich alles. Zurzeit teste ich hier den Konvektor aus dem Hause Camouflage. Wenn man den mit einer Flamme wirklich beherrschen will, dann braucht es sehr viel Übung. Das Teil hat mal eine wirklich steile Lernkurve. Und ich wäre nie und niemals auf die Idee gekommen, diesen Konvektor bei nativer Anwendung einem Ein- oder Umsteiger zu empfehlen. Aber in Kombination mit dem Kubo Heater und den richtigen Einstellungen bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass der Konvektor ganz vielen Menschen den Transit vom Rauchen zum Vapen ermöglichen kann. Und ich werde diese Kombi in Zukunft mit Sicherheit so einigen Umsteigewilligen ans Herz legen. Die Kombi aus Konvektor und Kubo Heater kann etwas, das wir so bisher noch nie gesehen haben. Da mache ich euch ein ganz eigenes Video dazu. Das ist ganz wichtig. Oder mir gerade ganz wichtig. Was ich hiermit aber aufzeigen möchte, ist, dass der Kubo Heater wirklich ein Gamechanger ist.
Bei den Dynavapes ist es schon so und bei anderen Vapes ist der Unterschied nochmal viel krasser. Nun, wem würde ich nun diesen Kobo Heater V2 empfehlen? Ganz einfach. Jede und jedem, die einen Dynavap besitzen und über die Anschaffung nachdenken. Den Kauf dieses Gerätes werdet ihr mit Sicherheit nicht bereuen. Es ist ein Gamechanger und wenn ihr es bereut, dann kommt ihr hier digital durchs Kabel und tretet mir in den Hintern. Das ist ja keine Verkaufsveranstaltung. Wirklich nicht. Ich glaube es so. Dann aber auch eine klare Empfehlung für alle Vape-Nerds unter euch, die schon verschiedene mechanische Stift-Vaporizer in der Sammlung haben. Gönnt euch. Gönnt euch. Ihr Lieben, der Preis. Jetzt, Stand heute bei Veröffentlichung dieses Videos, kostet der Kobo Heater V2 bei verdampft normal 99 Euro. Das empfinde ich als absolut fairen Preis in Anbetracht, was dieses Teil hier leistet. Von mir aus gibt es hier die klarste Kaufempfehlung, die ich je auf dem Kanal ausgesprochen und rausgehauen habe. Das Teil ist leider geil. Und wenn ihr jetzt auch Interesse an so einem Kobo Heater V2 oder einem anderen Vaporizer habt, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr vor eurem Einkauf an mich denkt und dann über den Link in meiner Videobeschreibung und dann über den dicken grünen Button auf meiner Homepage bestellt. Wirklich herzlichen Dank für euren Support da draußen. Solltet ihr euch nun auch weiterhin für spannende Videos rund um die thermische Extraktion von Trockenkräutern interessieren, dann schaut doch einfach mal auf meinem YouTube-Kanal oder auf meiner Homepage vorbei. Dort gibt es viele weitere spannende Videos zum Thema. Auf der Homepage können dann auch all meine 18+ Videos unter einfacher Altersabfrage angeschaut werden. Ihr Lieben, damit sind wir denn auch wieder einmal am Ende dieses Videos angelangt. Ich bedanke mich wieder einmal recht herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Liebe und allzeit genug Kraut für eure Clouds. Ciao. The sun will shine on vapors, crowd clouds, the sun will shine. Vaping crowd clouds, smart vape designs. Healthy bath in modern times. Make you feel fine, the sun will shine.